Project Playtime ist fast da und wir wissen, dass wir dort Boxy Boo als neuen Gegner haben. Aber wusstet ihr, dass es Boxy Boo auch bereits in Kapitel 2 von Poppy Playtime gibt? Das werde ich euch heute zeigen und anschließend schauen wir uns an, wie es ist, aus der Sicht von Boxy Boo zu spielen. Boah, es ist wirklich schon lange her, dass wir hier in Kapitel 2 unterwegs waren, Leute. Ich habe auch nicht gedacht, dass wir uns nochmal hier in der Playtime Corporation wiedersehen, bevor Kapitel 3 droppt. Aber jetzt sind wir nochmal hier, denn ich habe gehört, Boxy Boo treibt jetzt auch hier sein Unwesen. Also werden wir uns natürlich mal anschauen, was Boxy Boo so drauf hat, Leute. Dafür müssen wir jetzt natürlich erstmal wieder hier drüben den Schlüssel holen und Poppy befreien. Und wenn euch die Videos gefallen, würde ich mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, Leute. Vielen, vielen Dank für den Support auf den ganzen Videos. Jetzt nehmen wir uns erstmal schnell den Schlüssel und gehen wieder zurück zur roten Tür. Ist echt schon eine Weile her, dass wir wieder hier waren. Aber ich glaube, ich kriege noch alles zusammen. Na, komm ich hier nicht hoch? Ey, geh mal weg hier mit der Lüftung. Raus hier. Dankeschön. So passt es doch. Let's go. Oh, hi Poppy. Ja, ich kann dich auch... Oh mein Gott. Was ist mit den Kissen los? Und was ja auch wirklich spannend wird im Project Playtime, haben wir schon in der Trailer-Analyse besprochen, welche Zeit wir überhaupt in Project Playtime haben. Denn Project Playtime spielt ziemlich sicher vor Kapitel 1 und vor Kapitel 2 natürlich. Aber genauso wie die Zeit wichtig ist für Project Playtime, ist auch die Zeit für euch sehr wichtig, Leute. Denn wenn ich so auf meine Uhr gucke, habt ihr nur noch heute Zeit, um bei unserem Gewinnspiel mitzumachen natürlich, Leute. Ihr habt nur noch heute Zeit, um bei unserem November-Gewinnspiel mitzumachen. Ihr könnt euren Gewinn wie immer selbst entscheiden. Und die Teilnahme ist wie immer kostenlos und die Teilnahme ist auch richtig einfach. Schaut es euch einfach hier mal an. Sorry erstmal für die Unterbrechung, Leute. Aber zusammen mit meinem Partner Instant Gaming habe ich diesen Monat wieder ein super Gewinnspiel für euch. Die Teilnahme ist wie immer kostenlos. Und wie immer entscheidet ihr selbst, was ihr beim Gewinnspiel gewinnen wollt. Um teilzunehmen, klickt ihr wie immer den ersten Link in der Videobeschreibung. Und dann kommt ihr auch schon direkt hier zur Gewinnspielseite. Hier seht ihr den Countdown. Wenn hier nicht mehr so viele Zahlen stehen, müsst ihr euch beeilen. Und hier unten im Eingabefeld könnt ihr dann eintragen, was ihr gewinnen wollt. Instant Gaming hat da alles, egal ob Computer, Xbox, PlayStation, irgendeine andere Konsole, zum Beispiel Minecraft. Einfach Minecraft auswählen, auf Teilnehmen drücken. Und falls ihr noch kein Instant Gaming Konto habt, könnt ihr euch einfach mit Facebook, Google oder eurem Apple Konto einloggen. Und schon seid ihr beim Gewinnspiel dabei, Leute. Sobald der Countdown zu Ende ist, kriegt ihr natürlich eine Benachrichtigung. Und wenn ihr eure Gewinnchancen erhöhen wollt, könnt ihr hier noch den Socials von Instant Gaming folgen oder das Gewinnspiel teilen oder mich auf YouTube abonnieren, was ihr hoffentlich schon gemacht habt. Ich wünsche euch allen wie immer viel Glück und jetzt viel Spaß beim Rest vom Video. Aber Poppy haben wir jetzt gerettet, aber ihr wisst, was jetzt passiert, Leute. Wir werden Poppy jetzt auch direkt wieder verlieren, weil Mami Longlegs mit ihren riesigen Griffeln sie hier wegholen wird. Oh. 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 Ich kann mir das gar nicht angucken. Ich musste schon zu oft sehen, wie Poppy hier in die Tiefe gezogen wurde. Es ist immer wieder furchtbar. Aber dafür sind wir hier, um Poppy zu retten. Obwohl, dafür sind wir gar nicht hier. Eigentlich sind wir hier, um zu gucken, was mit den Mitarbeitern passiert ist. Das habe ich irgendwie auch vergessen, muss ich ehrlich sagen. Wir haben schon so viel Schabernack hier in dem Game getrieben. Ich weiß gar nicht mehr, worum es geht, Leute. Aber das ist nicht so schlimm. Wir stellen den Strom wieder her. Unser großes Tor zur Game Station öffnet sich. Und wir kommen weiter voran, Leute. Und jetzt kriegen wir auch schon Besuch von unserem neuen besten Freund, Boxy Boo. Wenn wir jetzt nämlich hier dieses Tor öffnen wollen. Das ist nicht die Hand von Mami Longlegs. Sondern wir haben hier jetzt Boxy Boo. Alter, sieht das krass aus. Es ist natürlich ein Mod über Mami Longlegs. Aber schaut euch mal an, wie das aussieht. Ey, es passt so gut zu Boxy Boo. Und er sieht so creepy aus. Alter, let's go, Leute. Also ich glaube wirklich, dass Boxy Boo mein neuer Lieblingsgegner in Poppy Playtime und Project Playtime ist. Ich finde bis jetzt das krasseste Monster von der ganzen Optik hier. Und wir werden uns später im Video noch anschauen, wie es ist, wenn man aus der Sicht von Boxy Boo spielt. Ich habe da noch ein bisschen Videomaterial zugespielt bekommen, was ich euch später zeigen werde. Das wird nämlich extrem
cool, aus der Sicht von Boxy Boo zu spielen. Wir werden uns den Kollegen aber gleich nochmal genauer ansehen. Und in Wacky Waggy können wir hier in Kapitel 2 auch schon die kleinen Huggy Wuggies vermöbeln, die uns wahrscheinlich auch in Project Playtime auf die Nerven gehen werden. Die Kollegen hier, die haben wir ja da auch schon im Trailer gesehen, wie wir da einen schön platt getreten haben. Und die werden wir da ja auch als Gegner haben. Hier haben wir nochmal eine kleine Wiederzusammenkunft von Viechern, die wir eigentlich schon kennen, während natürlich da oben Boxy Boo sitzt und uns genau beobachtet. Leute, ich bin so hyped auf Project Playtime. Das wird so ein cooles Game. Und jetzt versuchen wir aber erstmal schnell Wacky Wuggy irgendwie zu gewinnen, damit wir dann gleich natürlich Boxy Boo schön in den Shredder jagen können. Denn sind wir ganz ehrlich, das wollen alle sehen, wie wir Boxy Boo einmal ordentlich zerhackfleischen. Das ist auch wichtig und richtig und hat Boxy Boo auch verdient. So, wo kommt noch einer? Zeigt eure kleinen Gesichter. Da. Und das Spiel ist... Oh, oh. Fast einen übersehen. Das Spiel ist tatsächlich immer wieder eine Herausforderung, Leute. Ich sag's euch. Das ist gar nicht so einfach, hier keinen zu übersehen. Man muss echt ultra wachsam sein und die ganze Zeit aufpassen, weil manche von den kleinen Biestern kann man hier im Schatten auch gar nicht so gut erkennen. Wie viele sind's denn noch? Hey, jetzt reicht's aber. Ey, es sind so viele. Weg, weg. Weg, weg. Wo ist noch einer? Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da auch. Da auch. Ich hab's geschafft. Ey, ist eins der nervigsten Spiele. Tja, Boxy Boo. Natürlich habe ich es geschafft. Und wir strecken. Oh, ho, ho, ho. Alter. Leute, wie cool sieht das bitte aus? Guck ihn dir an, er ist so sauer. Boxy Boo, wir müssen weg hier, wir müssen uns vor ihm verstecken. Er will Hide and Seek mit uns spielen natürlich. Oh, aber Boxy Boo weiß noch nicht, was gleich passieren wird. Boxy Boo wird es heute noch richtig, richtig schlecht ergehen. Ihr wisst schon, was kommt. Wir werden es gleich sehen. Aber wir müssen jetzt erstmal... Jo, das nimmt ja gar kein Ende hier. Das habe ich so lange aber nicht in Erinnerung. Ist der Weg hier lang schon immer so lang? Okay, wir gehen hier durch das Loch durch. Und dann müssten wir doch jetzt gleich bei diesem Ofen oder was das ist rauskommen, oder? Ah, genau hier sind wir jetzt. Wir müssen jetzt hier noch... Warte, in dem Raum hier, genau. Hier müssen wir doch jetzt noch dieses komische Rätsel mit diesen Hebeln oder was das ist lösen, ne? Hier ist nur für Mitarbeiter. Wir sind Mitarbeiter, das ist kein Problem, keine Sorge. Okay, wir schauen mal kurz hier oben rein schnell. Denn wir haben Rot, Blau... Rot, Blau, Grün. Rot, Blau, Grün, Gelb. Sehr gut. Also, Rot, Blau, Grün, Gelb. Der allerechte Profi. Aber ihr solltet euch hiervon einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen, Leute. Denn, wo ist Boxy Boo? Boxy Boo ist da. Oh, ich hab ihn gefunden. Er sieht so gut aus. Ey, die Szene ist noch creepier, wenn Boxy Boo uns verfolgt. Und wir ziehen uns schnell hier hoch. Come on, come on, let's go. Yes. Oh, Boxy Boo. Ich sag's euch, Boxy Boo. So ein cooles Monster, Leute. Ich bin schon so gespannt, euch gleich zu zeigen, wie es aus Boxy Boo seiner Sicht aussieht, wenn er die Spieler verfolgt. Das wird noch richtig, richtig strong. Aber es ist ja alles eigentlich gar nicht so schlimm hier unten. Weil hier ist ja jetzt auch schon der Ausgang, Leute. Ihr wisst es alle. Wir laufen einfach nur hier runter. Alles ist easy und entspannt. Wir halten mal unsere Hand hier drauf. Und... Oh, guck ihn dir an. Da kommt Boxy Boo. Let's go. Mach die Tür auf. Oh mein Gott. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Und jetzt zieh den Hebel. Boxy Boo. Wieder schauen. Und reingehauen. Alter! Es sieht so cool aus. Seine Box wird zerquetscht. Wird da halb reingezogen. Und da fällt er hier runter. Ihm geht's gar nicht gut.
die Hand vom Prototypen kommt und nimmt sein Köpfchen mit. Mach's gut, mein Lieber. Ciao. Und was wir uns jetzt noch wie versprochen anschauen werden, ist der Cinematic Trailer, auf den wir natürlich schon reagiert haben. Wir wissen, was da passiert. Boxy Boo taucht zum ersten Mal auf, frisst die Spieler. Aber wir sehen den Trailer jetzt aus der Sicht von Boxy Boo. Wir gehen mal rein. Ich finde, das Video ist extrem gut gemacht, Leute. Das hier ist jetzt alles noch aus dem normalen Trailer. Der gelbe Player rennt hier rein, fühlt sich in Sicherheit, aber da wartet schon eine Box auf ihn. Er dreht sich um. Er hat was gehört. Er kommt auf uns zu. Die Music Box spielt. Und er weiß noch nicht, was passiert. Das Ding wird aktiv. Die Hände kommen raus. Eine Hand nach der anderen. Und oha, zack. Und das war's. Ab in die Box mit ihm. So cool. Finde ich richtig, richtig stark. Also ich bin wirklich extrem gespannt auf Project Playtime, Leute. Wir haben jetzt gerade einmal schon Boxy Boo in Action gesehen in Kapitel 2. Wie es aussieht, wenn man aus der Sicht von Boxy Boo guckt und er so einen Spieler sich einverleibt. Vielleicht hat er kein Abendessen gehabt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ultra gespannt auf Project Playtime. Ich hoffe, ihr auch. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert natürlich den Kanal, damit ihr den Start am 6. Dezember nicht verpasst. Und wir sehen uns gerne im nächsten Video. Macht's gut und bis dahin.